Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem weiteren Video des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Heute befinden wir uns hier in der Versuchsstation in Frima und wir möchten Ihnen einmal die Funktionsweise einer Bandspritze etwas genauer vorstellen. Ja, dazu habe ich mir etwas Verstärkung an die Seite geholt. Zum einen haben wir hier den Herrn Kaufmann von der Firma Schmotzer, der uns gleich das Gerät auch mal etwas genauer vorstellen wird, sowie den Herrn Rau hier von der Südzucker AG, ein Nachbarbetrieb, der also auch schon erste Erfahrungen selber schon mal mit so einer Bandspritze sammeln konnte und ich denke auch hier sein fachliches Wissen mit einbringen kann. Ja, bevor wir aber zum Hacken kommen, möchte ich gerne mal den Herrn Kaufmann bitten, uns mal ganz kurz zu erläutern, was ist denn jetzt hier der Unterschied bei dieser Hacke zu einer ganz normalen Standardhacke? Ja, vielen Dank Frau Ewert. Und zwar haben wir hier bei dieser Hackmaschine eine Sensorsteuerung verbaut, ja. Also reine Reihenführung. Die Hackmaschine arbeitet mit einem Verschieberahmen, bei uns der AV5 mit 64 cm Verschiebeweg und der Kamerasteuerung zusammen und führt dadurch die Hacke automatisch auf der Reihe entlang. Wir hacken, wir haben jetzt hier aktuell 45 cm Reihenabstand. Ne? Und was wäre möglich, sage ich mal, mit dieser Hacke, so wie sie hier steht? Also so, wir unterscheiden immer nur die Reihenweite von der Sache her. Und daher alle Kulturen, die wir dann auf die 45 cm dennoch ausdrehen können. Also wir haben noch Nachlaufwerkzeuge, die wir an der Maschine anbringen können. Sind jetzt hier nicht verbaut, weil wir hier mit einer Bandspritzung arbeiten. Aber ansonsten, sag ich mal, sind die Werkzeuge individuell oder auf viele andere Kulturen auch mit ausgerichtet. Das heißt, das verändere ich dann nur über meine Schare, die ich einfach breiter oder schmäler stelle. Genau. Ich könnte jetzt mit dem Gerät auch 75 cm machen. Genau, wir könnten auf der Geräteschiene die Parallelogramme verschieben, müssten dadurch aber dann auch Messer mit dazu nehmen und auch Parallelogramme, sag ich mal, runternehmen von der Schiene. Und dann würden wir es auf 75 cm ausrichten und könnten dann auf 75 cm auch arbeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, mit Gänsefußscharen zu arbeiten, wie wir es jetzt hier auch an der Maschine haben. Oder wenn wir in jungen Kulturen oder in junge Kulturen rein müssen, könnten wir noch auf Winkelmesser gehen. Das wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit, um das speziell anzupassen. Herr Kaufmann, in welcher Fahrgeschwindigkeit fährt man hier in der Regel? Ja, also angefangen, sagen wir auch immer unabhängig oder abhängig vom Boden, starten wir so 5 bis 6 km/h mit dem ersten Hackgang. Ja. Und tasten uns oder steigern uns hinterher so von 10 bis 12 km/h. Sei mal hier, wir haben entwickelte Bestände. Wir arbeiten hier auch schon ohne die Hackschutzrollen. Ein Verschütten der Kultur ist hier noch schwer möglich. Sie ist weit entwickelt. Das heißt, hier können wir auch schon mit höherer Geschwindigkeit arbeiten. Und Sie haben ja angesprochen, dass wir ja hier eine Bandspritzeinrichtung mit enthalten haben. Wie viel Pflanzenschutzmitteleinsparung ist denn da hier möglich? Also der Bereich zwischen den Reihen wird mechanisch bearbeitet, ja. Und wir lassen hinterher auf der Pflanzenkultur, sag ich mal, ungefähr 20 cm Band wollen wir stehen lassen, dass wir am Ende des Tages mit dem oder inklusive dem Spritzmittel von zwischen 60% und 70% Mittel einsparen können. Also ist ja doch eine sehr erhebliche Einsparung von Pflanzenschutzmitteln. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es platziert angebracht. Wir arbeiten ohne Abdrift und sind nah an der Kultur dran. Aber wenn man jetzt sagt, sagen wir 45 cm Reihenabstand zwischen der Kultur. Ich sage jetzt, wie breit hacken wir hier? Wir hacken hier 30 cm, ne? in der Mitte. Das heißt, es bleibt ein Band stehen von 15 cm. Da wird man 15 cm breit spritzen. 30 hacken, das heißt zwei Drittel. Wäre dann im Endeffekt ohne Pflanzenschutzmittel, rein mechanisch. Man hätte somit eine Ersparnis von 2/3 Pflanzenschutzmittel. Ne? Genau, es sind um die 60%. Also es ist natürlich, wenn wir fangen an zu hacken und wollen, gezielt ist es, dass wir wirklich so 3 cm von der Pflanze bis 3 cm an die Pflanze ranhacken. Also um die 6 cm Band stehen lassen. Umso größer die Pflanze wird, wird natürlich auch der Wurzelball unter der Pflanze. Das heißt, wir können auch gar nicht mehr so dicht an die Pflanze ranhacken, ohne die zu beschädigen. Dadurch hackt man ja früh, um früh das Unkraut auch wegzukriegen, auch in der Reihe.
Man arbeitet sich dann etwas weg mit den Scharen und arbeitet dann mehr mit Häufeln und Verschütten, was durch die Geschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit dennoch entsteht. In Sachen Bandspritze haben wir halt das Band, wo wir dann damit agieren können. Aber ich hab eine gewisse Überlappung. Ne? Also ich sage mal, ich hack und spritze immer Überlappungsbereich auch, um sicher zu gehen, dass mir da keine Pflanze dazwischen durchgeht. Ja, genau. Und Herr Kaufmann, gerade wenn es sehr trocken ist, habe ich dann nicht auch ganz viel Staubentwicklung? Ist das nicht hinderlich jetzt gerade, wenn ich dann auch Pflanzenschutzmittel ausbringen will? Ja, also das ist natürlich immer so ein Punkt, da streiten sich viele Gelehrten drüber. Der Punkt, ob wir brauchen zum Spritzen mehr feuchtere Bedingungen, zum Hacken mehr trockenere Bedingungen. Man muss immer den Mittelpunkt finden, das ist so. Wir haben hier bei unserem Parallelogramm den Spritzbereich im Vordergrund gelegt, das heißt außerhalb des Staubbereichs, um dadurch ein Düsenverkleben auch nicht hinzukriegen. Also nicht, damit es nicht eintritt. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns das Ganze mal in der Praxis an, Herr Rau. Jawohl. Und wir würden mal die Maschine jetzt starten und dann würden wir uns mal anschauen, wie es denn gewirkt hat. Genau. Dann danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Kaufmann. Ja, gerne. So, Herr Rau, jetzt wurde jetzt hier gehackt. Was sagen Sie jetzt als Praktiker? Wären Sie jetzt mit dem Resultat zufrieden? Ich meine, es liegt ja doch einiges oben, was abgeschnitten. Relativ großes Unkraut, ne? Ja. Dementsprechend ist ja schon der größte Teil, würde ich sagen. Ab und zu mal noch eins, aber das meiste ist schön abgeschnitten, flach. Ne? Ja. Weißt du, die Breite, wenn man jetzt hier mal guckt, ne, wir haben hier fast 30 cm flächig, wo wir es abgeschnitten haben. Ne? Ja. Ja, das sieht sehr ordentlich aus, sehr gut. Ne? Ja, und ich meine ja, diese Pflanzen, die jetzt hier direkt in der Reihe stehen, die werden ja jetzt durch das Band erfasst. Gell? Wir haben ja nun kein Pflanzenschutzmittel heute drin wegen dem Film, aber ansonsten wäre das ja jetzt hier. Wäre das Band, was behandelt werden muss, ne? Weil sonst haben wir natürlich das Problem hier genau. Dazwischen. Ne? Genau. Ja, und wäre sowas jetzt auch in Ihrem Betrieb eine mögliche Alternative? Ich sag mal, wenn man jetzt hier das Ergebnis sieht, ne, und ist jetzt auch zügig gefahren, ne, das ist auf jeden Fall eine Alternative, die man in Betracht ziehen muss und die wahrscheinlich auch in der Zukunft mehr Verbreitung finden wird. Ne. Also ich denke auch, seitens des amtlichen Dienstes wäre sowas sicherlich eine ganz interessante Möglichkeit, hier Pflanzenschutzmittel einzusparen. Ja, oder mit dem wenigen, was halt dann irgendwann nur noch ausreichend da ist, ne, dass man da halt gezielt und dazwischen die mechanische Variante. Wenn man die Bedingungen so hat, wenig Steine und halt auch die Trockenheit, dass man hacken kann, ne? Wenn es halt nass ist, ist schwierig. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen erstmal.